Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben kurz vor fünf, viertel vor fünf. Ich bin auf dem Weg nach draußen. Ich werde gerade abgeholt. Und wir fahren zum Illegaler Cup. Bis dahin. Machen gerade eine kurze Pause und ich hoffe, ich habe schon irgendwas aufgenommen, so ein bisschen von der Fahrt her. Und für genau auf dem Weg zur Fahrt habe ich schon etwas vorher aufgenommen. Das werdet ihr nach dem Teil des Videos jetzt sehen. Und dann viel Spaß mit einem Unboxing eines Paketes. Gestern am 1.9. kam ein Paket bei mir an von 11 Team Sports. Ich habe mir nämlich das Delay Sports Trikot bestellt, was ich wahrscheinlich auch tragen werde, wenn ich nach Berlin fahre, für den Illegaler Cup. Und ich denke mal, das wird dann auch in den Vlog geschnitten vom Illegaler Cup. Und wir öffnen das jetzt einfach mal und packen es zusammen aus. So, ich habe es jetzt rausgeholt. Hier ist das Trikot. Hier unten der Sponsor, die Deutsche Krebshilfe. Drehen wir mal rum. Wir können mal gucken. Ich packe das jetzt mal hier komplett aus, damit man es genau sieht. Und dann gucken wir uns das mal besser an. So, hier ist das Trikot. Hier ist das Logo von Delay Sports. Mit darunter vom Herzen Berlin stehen Adidas. Sponsor Deutsche Krebshilfe. Wenn wir mal dann hier drunter gucken. Noch ein Stück. Hier sind Umrisse. Und hier ist dann die 12, wegen 12. Mann. Und dann für das Herz von Delay Sports. Mit der Unterschrift von Alieu. Und wir gucken jetzt mal auf die Rückseite. So, auf der Rückseite sind nochmal das Delay Sports Logo aufgemacht. Hier dann der Schriftzug Delay Sports. Die Beflockung mit der 97 mit extrem coolen Highlights von den Bildern. Und unten halt Eli. Und das ist mein Delay Sports Trikot, was ich beim Illegaler Cup anhaben werde. Und ich bin einfach nur froh, es zu bekommen zu haben, weil die waren so schnell ausverkauft. Und ja, viel Spaß weiterhin beim Vlog. So, zweite Pause hinter uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, was ihr gesehen habt vorher. Ging ja um das Delay Sports Trikot, was letztes Mal ankam. Bin richtig happy darüber. Und für mich geht es jetzt weiter nach Berlin. Mal gucken, ob ich noch was von der Autofahrt filme. Und sonst sehen wir uns irgendwo in Berlin. Oder bei der nächsten Pause. So, in Berlin angekommen. Ich hoffe, man versteht mich, weil hier, wenn man sieht, ist da ein bisschen Wasser, was ein bisschen laut ist. Auf jeden Fall, ich bin gerade beim Brandenburger Tor. Ich war schon bei der Mercedes-Benz Arena. Aber ich wollte halt einmal auch, wenn ich in Berlin bin, das Brandenburger Tor sehen. Und deswegen bin ich einmal hingefahren. Ich bin zwar schon da hinten am Fernsehturm vorbei. Da gehe ich aber vielleicht nochmal hin. Ja. Und dann fahre ich jetzt gleich zur Mercedes-Benz Arena. Wir haben schon was gegessen. Und dann sehen wir uns entweder nochmal vor der Mercedes-Benz Arena oder schon drin. Bin wieder in der Mercedes-Benz Arena Halle, wo dann gleich in einer Stunde ungefähr der Illegaler Cup losgeht. Sind auch schon ein paar Leute da, sie haben schon welche reingelassen. Ja, ich freue mich auf das Event. Ich habe vorhin Umut getroffen. FIFA-Weltmeister, glaube ich, war es 22. Auf jeden Fall, wir sehen uns, wenn ich drin bin. So, angekommen in der Halle. Wir gehen jetzt gleich da rein und dann
fühle mich mal da drinnen die Atmosphäre. Wir starten in 15 Minuten mit dem geilsten Fußballturnier des Jahres, glaube ich. Und ich habe mega Bock, dass ihr alle da seid. Nervosität bei mir jetzt schon mal 100%, aber ich glaube bei dem einen oder anderen Spieler auch. Aber ganz wichtig, wir haben natürlich nicht nur hier das Event, wir sind ausverkauft komplett, das ist schon wirklich Wahnsinn, sondern es ist auch eine richtig große Live-Show. Wir übertragen live auf Joy. Zwischendurch ist mal Werbung. Da hört ihr hier nichts. Nicht, dass ihr denkt, irgendwie Veranstaltung ist vorbei. Läuft Werbung, ist da oben, danach geht es natürlich weiter. Auch wenn ihr zwischendurch Hobby nicht hört, man kennt es ja im Fußballstadion, gibt es auch einen Kommentator, der auf die Box zuhört. Aber eine ganz wichtige Sache, ihr habt es ja mitbekommen, der Gastgeber Emi hat sich leider verletzt und kann heute nicht mitspielen. Aber umso wichtiger ist es, dass wenn er gleich reinkommt, dass wir hier in Berlin einmal richtig leer machen. Meint ihr, kriegt das hin? Das wäre eindeutig zu wenig, dass der eine wir testen das mal ganz kurz, ja? Ich komme gleich rein. Ich ziehe hier ein bisschen rein. Und bei drei lassen wir einmal komplett aus, wenn ihr nicht mit euch hört. Seid ihr da? Eins, zwei, drei! Ich teste es mal. Ihr antwortet nur mit 50% der Lautstärke. Ja, wir arbeiten uns so. Ich bin der Partysau. Das war wirklich nur 50%. Wir gehen hoch auf 70. Ich bin der Partysau. Okay, und jetzt brauche ich wirklich von allen einmal 100.
I always meet. There's a man who can be. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum dritten Real Life Indie Geller Cup, den wir gerade ausbetteln. Die Mercedes-Benz hat ihn jetzt ausverkauft. Und das möchten wir jetzt noch mal hören. Wo seid ihr? Und neben mir steht der Gastgeber, der sich leider verletzt hat. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, Edi, was ist das für dich gerade für ein Gefühl, jetzt hier zu stehen und es ist einfach rappelrappel voll? Also erstmal liebes Dankeschön an alle, die gekommen sind. Es ist völlig unreal, hier zu stehen. Vor, keine Ahnung, 15, 16, 17.000 Leuten. Ich bin euch allen sehr, sehr dankbar. Auch an alle Zuschauer, die hier von zu Hause aus zugucken. Liebe geht raus. This is
So, die Teams sind alle auf dem Platz. Macht wirklich nochmal den lautesten Applaus, den ihr überhaupt habt, für die ganzen Teams, die heute spielen. Sag mal, mein Lieber, wie sieht's für dich aus? Du bist ja eh bekannt dafür, das ein oder andere Event vom Egi zu gewinnen. So, jetzt habt ihr letztes Jahr gewonnen. Ist der Druck noch mal höher, oder sagst du noch? Lass mir das nicht anmerken, mein Team auch nicht. Nee, ich glaube, wir werden euch einfach versuchen, das Ganze zu genießen. Das ist ein Riesentraum, vor so einer Kulisse zu spielen. Das ist ja noch mal das Doppelte als letztes Jahr. Und das sind positive Dinge, aber ich habe heute auch vor allem so ein paar Wildcard-Gewinner gesehen. Die sehen aus wie so kleine Ronaldos. Also ich glaube, das Niveau wird noch mal höher. Wir versuchen einfach Spaß zu haben. Gut, Spaß steht im Vordergrund. So, ich schneide gerade den ersten Teil vom Eli Geller Cup Vlog. Teil 2 kommt dann die Tage online auch, so wie halt jetzt Teil 1 jetzt online kam. Wann weiß ich noch nicht genau, aber das wird auf jeden Fall noch die Woche kommen. Und ihr wisst, was kommt. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt. Ich bin eine Partysau. Ich mache Montag noch. Ich liebe jede Frau. Ich knipse mir die Licht.